liebe Reisefreunde, wie ihr vielleicht bereits mitbekommen habt, waren wir in Namibia. Und da haben wir richtig viele coole Sachen erlebt. Unter anderem waren wir in der Kalahari-Wüste. Und da nehmen wir euch jetzt einmal mit. Seid gespannt! Wir sind heute Morgen mit 2 Stunden Verspätung gelandet und haben dann erstmal unseren Mietwagen abgeholt, haben eine sehr, sehr ausführliche Einführung bekommen. Das hat uns natürlich sehr gefreut, aber wir waren natürlich auch super fertig vom Flug. Der ging über Nacht und ja, jetzt wollen wir noch einkaufen für die nächsten Tage und fahren jetzt in die Kalahari. Die Landschaft in Namibia ist so schön, das freut mich jetzt schon mega um. Wir haben schon einen Affen gesehen, einen Strauß und ein Zebra, aber das war irgendwie auf einer Farm mit Rindern. Genau, und wir sind jetzt auf dem Weg in unser Airbnb und werden da erstmal ankommen, uns vielleicht duschen und den Host begrüßen. Wir sind gespannt. Wir zeigen euch auf jeden Fall mal, was wir uns da gemietet haben. Und wir hoffen, dass wir morgen auch noch viel Zeit haben, Kalahari zu erkunden. So, wir sind jetzt fast im Marienthal angekommen. Wir haben jetzt ca. 270 Kilometer hierhin gebraucht und das waren ca. 2,5 Stunden. Ich kann euch das hier mal einblenden, eben, dann seht ihr auch mal die Strecke. Und ja. Genau, wir hatten gerade noch ein richtig krasses Gewitter, was aufgezogen ist in der Nähe von Zimbabwe. Das sah so cool aus, weil die Farben so voll schön rauskamen. Der Himmel war so richtig dunkel und hier das Gebiet, also die Savanne war so voll hell und dann hat es auch noch einmal geblitzt. Voll cool. Ja. Und wir freuen uns jetzt gleich total, im Airbnb zu sein und uns endlich frisch zu machen. Das sieht geil aus hier. Wir sind jetzt hier in der Unterkunft angekommen und wir haben auch schon geduscht und was zu Abend gegessen. Und wir zeigen euch auf jeden Fall morgen mal die Unterkunft und erzählen euch auch, wie viel die gekostet hat, wie die heißt. Und morgen geht es nämlich ganz früh für uns raus. Da machen wir nämlich eine Kalahari-Dünentour. In die Bagatelle Game Ranch in der Kalahari und haben dort einen Morning Scenic Drive gebucht und wir hoffen natürlich, dass wir dort auch ein paar Tiere sehen werden und dann nehmen wir euch natürlich mit. Hoffentlich bei Giraffen.
wir hatten jetzt gerade den Scenic Drive und haben zwei Nashörner gesehen und mehrere Giraffen, ganz viele Zebras und das einfach in so einer wunderschönen orangenen Landschaft. Also wirklich, da waren super viele Dünen, die waren in dieser Farbe wie der Boden jetzt hier und es war richtig, richtig schön. Also ich würde das auf jeden Fall immer wieder machen. Was ich eben auch total vergessen habe zu sagen, ist, dass dieser Scenic Morning Drive jetzt 350 namibische Dollar gekostet hat. Ja, und jetzt ist unsere Zeit hier in der Kalahari auch eigentlich schon wieder vorbei, denn wir fahren jetzt nach Sossus Lay und da werden wir euch natürlich auch mitnehmen. Wie versprochen zeige ich euch jetzt auf jeden Fall noch die Unterkunft. Wir haben hier für 23 Euro die Nacht bezahlt. Das war ein Airbnb in Marienthal und wir waren auf jeden Fall zufrieden. Es war sehr sauber, aber es war natürlich auch sehr klein und fein. So, hier ist der Garten. Hier kann man auch noch was zum Abendessen, wenn man möchte. Genau, und hier kommt man dann rein. Das ist das Bett. Hier könnte man rein theoretisch das auch noch aufmachen. Genau. Hier ist ein kleiner Kühlschrank. Das Bad bzw. die Toilette. Und hier ist die Dusche. Genau. Also sehr klein, aber alles, was wir benötigen und sehr günstig dafür. So, wir sind jetzt auch gerade am Tanken. Und hier in Namibia tanken die Einheimischen für euch, beziehungsweise die Tankstellenwärter. Und unsere Scheibe wurde auch frisch geputzt. Genau. Und wir haben circa, so wie ich das richtig sehe, 611 namibische Dollar bezahlt.